Heute ist der 12. September 2022 und ein Prachtstag. Gerade richtig, um mit der Alp Tritt auf dem Niederbayen nach den Kienen zu schauen, die letztes Jahr bei der Alpabfahrt so schön gekneipet haben im Neuseeland. Könnt sich sicher noch ein paar daran erinnern. Wenn das fehl ist, dass es am Samstag, am 17. von der Alp runter muss. Ja, ich bin der Andreas Gander, ich bin der Pächter von der Alp Tritt. Nächsten Samstag fahren wir heim im Fee. Gehen den Morgen zuerst auf Emmetten früh. Und dort haben wir sie schmicken. Dann gehen wir auf Hennebirgen mit ihnen. Dieses Jahr war es etwas schwierig. Es war sehr trocken. Wir mussten ein bisschen schauen wegen dem Wasser, dass wir nicht zu viel verschwenden. Und ja, sonst nein, ist eigentlich alles gesund geblieben. Und Gross und Ganzen zufrieden. Hier oben nachher haben wir Reis, ein Most und ein Käseblättchen genommen. Plötzlich haben sich zwei Gäste, die man einfach kennt, suchen gelassen. Der Freddy und die Sandrine. Und schon bald haben die zwei mit der Käserin Nadja eins jodeln. Das ist natürlich bei den Gästen sehr gut angekommen. Während der Erich sich um die Gäste gekümmert hat, sind die drei heimlich kurz hinter der Gatte geblieben. Dazu möchte ich schon noch etwas sagen. Ich glaube, etwas vom Schönsten und wo einem das Herz sofort erwärmt, ist, wenn sich Leute auf einer Alp finden, die zusammen spontan eins jodeln. Und das zur Freude der Gäste. Hühnerhaut garantiert. Aber hört doch einfach zu. Rein
zufällig hatte ich sogar noch die Kamera dabei gehabt. Thank you.
Und schon ist es vorbei. Wir haben guten Käse gegessen, eine unwartliche Aussicht genossen und mit dem Pächter Andreas Gander ein paar Worte können reden. Besonders gefreut hat uns die spontane Jodelinlage von Maliba Freddy mit der Sandrine und der Nadja. Und wer weiss? Vielleicht sehen wir es am Samstag, wenn sie mit dem Fee durchheigen. Kommt doch auch einmal hier rauf. Ihr werdet begeistert sein.